Ja, Tag. Heute zeige ich euch mal, was ich alles in meinem Vorderrucksack so mit mir rumschleppe. Das ist ein E-Book CP 18 Liter. Ja, dann zeige ich euch jetzt mal, was ich da so alles mit rumschleppe. Ja, geil ist halt auch dieser Hüft- und dieser Brustgurt. Guck mal. Jetzt demonstriere ich das mal ohne. Nicht fahrbar so. Deswegen. Zack. Einwandfrei. Jetzt auch gleich der allererste Hack. In der Tasche habe ich einen Müllbeutel. Und zwar so einen richtig fetten großen. Und wenn man den hat, kann man die Tasche überall hinlegen, ohne dass sie dreckig wird oder sich irgendwie mit Feuchtigkeit vollsaugt. Ja, kann man quasi richtig schön und schnell ausziehen. Und hat man so richtig schönes, geiles Dreiband. Kennt man. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Und die Tatsache, dass ich das Stativ noch nicht verloren habe, zeugt davon, dass diese Laschen hier sehr gut funktionieren. Ja, fairerweise muss man sagen, dass da unten so eine kleine Tasche ist und es steht schon drauf. Tripod ist eigentlich für ein Stativ gedacht. Da kann man dann so eine kleine Lasche rausdingsen, Stativ reinstellen und da oben festmachen. Aber ich habe es lieber unten quer. Warum auch immer. Ja, das nächste Gimmick ist hier unten eingebaut. Da ist ein kleiner Reißverschluss. Und da ist so ein Regencover drin. Kann man quasi rausziehen und komplett über den Rucksack. Kommen wir mal zum Energiefach. So ein kleines Fach hier. Da habe ich eine Tüte drin mit Akkus. Und zwar sind die alle geladen. Alle Akkus, die da drin sind, sind geladen. Und zwar, die sind für die GoPro 8 und darunter und ist für die GoPro 9 und darüber. Hier ist nochmal für die Canon 6D ein Ersatzakku. Und da haben wir noch ein paar für die A6400. Ja, und die Batterien oder Akkus, die quasi außerhalb liegen, müssen geladen werden. Ein paar Tempos kennt man, was zum Linse reinigen. Dann haben wir hier noch ein Schweizer Taschenmesser und so ein Multitool. Kann man immer brauchen. Dann gibt es hier noch ein größeres Fach. Ja, da habe ich aktuell nicht gerade so viel drin. So ein ganz kleines Dreibeinstativ. Alter, ich habe eine Hand zu wenig. So, ein kleines Dreibeinstativ. Das kann auch eine Spiegelreflexkamera halten. So, dann haben wir noch drin eine GoPro 9. GoPro 8 habe ich gerade in der Hand. So ein Verlängerungs-Selfie-Stick-Dings. Und hier sind jede Menge Fotofilter. Wieder eine Hand zu wenig. Das hier ist so ein Adapterring von diesem 67mm, was mein Sony-Objektiv hat, auf diese 77mm von den Canon L-Objektiven. Bedeutet, ich brauche nicht alle Filter neu kaufen, sondern nur einmal diesen Ring. Ja, und dann hat es halt hier so Filter drin wie. Was ist denn das? Ja, so ein paar ND-Filter halt. Das ist jetzt ein ND2-Filter. Polfilter, damit kann man Spiegelung irgendwie vom Wasser weg. Oh. Ja, und das ist eigentlich das wichtigste Fach. Kamerafach und Objektive. Und da habe ich so ein paar kleine Gimmicks drin, die ich für meine Fotografie brauche. So, ganz wichtig, Gaffer-Tape. Und dieser Funkfernauslöser, den klebe ich mir an Lenker. Der kommt auf die Kamera oben drauf in den Blitzschuh und wird mit einem von diesen beiden Kabeln dann quasi angeschlossen. Und sobald ich hier drauf drücke, wird es ausgelöst. Das ist eigentlich ein geiles System. Warum zwei Kabel? Eins ist für die 6D und eins für die A6400. So, was haben wir da noch drin? Stativplatte heißt es, glaube ich. Dann haben wir da noch ein paar Ersatzakkus, die muss ich heilig halten. Die habe ich in der Schweiz gekauft, obwohl hier Made in Germany draufsteht. Die waren richtig teuer. Ja, dann habe ich hier noch, das ist ein Objektivadapter.
Und zwar kommt der auf die Sony-Kamera und dann kann ich da die ganzen Canon-Objektive draufschrauben. Ist eigentlich richtig geil. Spart einen Haufen Geld. Das funktioniert super gut. Ja, und jetzt kommt das Interessante. Was habe ich dabei? Das ist einmal so ein 24 bis 105 mm. Das hat eine durchgängige Blende von 4 für die ganzen Fotofreaks da draußen. Dann habe ich dabei so ein Canon Fischauge, 8 bis 15 mm. Und auf der 6D macht das Ding kreisrunde Bilder. Es hat ja, auch eine durchgängige Blende von 4. Und dann zu meinem kleinen Liebling, den ich aber allerdings viel zu selten benutze. Das ist das Teil. Ja, das ist ein 70-200 bildstabilisiert mit einer durchgängigen Blende von 1, nee, 1 zu 2,8, also eine 2,8er Blende durchgehend. Und das ist ein richtig geiles Ding, macht richtig gute Bilder. Und das habe ich dann auf der Canon EOS 6D Mark II. Ja, und dann habe ich noch so eine Sony Alpha A6400 mit so einem kleinen Rig drauf und mit dem Objektiv von Sigma. Das ist ein Festbrennweite 16 mm mit einer Lichtstärke von 1,4. Also da kriegst du ein richtig krasses Bouquet raus. Dazu habe ich noch so ein Rode Videomic-Gedöns mit so einer toten Katze. Ja, und wenn du dann so in der Stadt rumläufst und da reinlaberst, denkt jeder, du bist ein YouTuber. Das ist voll cool. Normalerweise habe ich entweder oder dabei, aber irgendwie, ja, liegt mir die Kamera mit den Canon-Objektiven inzwischen wesentlich besser. Das liegt wahrscheinlich an der höheren Serienbildgeschwindigkeit. Die hatte ich auch bei den XS Cups dabei zum Fotografieren. Und eine Vollformat zu Hause. Das darf man eigentlich keinem erzählen, oder? Ja, Regel Nummer 1 beim YouTuben ist ja, wenn man sich hinsetzen kann, sollte man sich hinsetzen. Und das Verrückte ist, ich fahre eigentlich überall mit diesem Fotorucksack und der Kamera drin. Diejenigen, die mit mir schon mal unterwegs waren, die wissen das. Also ich war mit dem Rucksack auf dem Rücken sogar schon Bikeparks und habe da Drops gemacht und so weiter. Ist echt krank eigentlich. Das ist schon ein bisschen Geld, was damit rumfährt auf dem Rücken. Oh, jetzt habe ich einen nassen Arsch. Okay, vergesst es mit dem Hinsitzen. Sah das nach Action aus? GoPro, stop.